Sehr gut, ey. Grüße dich, Pari. Schön, Pari. Ich lese gerade deinen Kommentar. Da wurde ja die Frage an mich gestellt. Was kann ich machen oder was tun? Ich bin in einer unglücklichen Beziehung. Und da hast du darauf geantwortet. Ich gerade mal gucken. Ja, ganz schön, Pari. Dich selber lieben und das machen, was dich in die Freude bringt. Ganz schön. Eine sehr schöne Antwort. Dich selber lieben. Ah, da schreibst du weiter. In deinem Fall, das hast du jetzt auf mich bezogen, sehr schön. In deinem Fall, Peter, transzendentale Meditation. Ganz wunderbar, transzendentale Meditation. Weil die Frage kann ja jeder stellen. Was tun? Ich bin in einer unglücklichen Beziehung und da sind wir, glaube ich, alle von betroffen. Und deshalb dachte ich, mache ich auch mal das Video hier. Und denn diese Antwort von dir, Pari, dich selber lieben. Das ist gut, wenn man das ein bisschen durchschaut. So, wenn man in einer unglücklichen Beziehung ist, durchschauen meine ich, dass man erkennt, was mir diese Beziehung sagen will. Warum habe ich eine Beziehung, die jetzt unglücklich ist? Und das ist ganz einfach. Und diese Antwort trifft ja für alle Probleme zu, die wir in unserem Leben haben. Wie du sagtest, ja auch in deinem Fall, Peter, transzendentale Meditation. Das ist nicht nur in meinem Fall, ich würde sagen, das trifft für jeden zu. Also nicht nur auf mich. Ich bin ein Experte von der transzendentalen Meditation, sondern von dem Eintauchen in die Transzendenz. Aber genau genommen betrifft das uns alle. Wir müssen da wegkommen, wo wir sind. Und wenn wir in einer unglücklichen Beziehung sind, dann müssen wir da wegkommen. Wir können nicht im Unglück das Glück finden. Wir versuchen das zwar durch Gespräche, durch Verständnis, das Unglück zu beseitigen, eine Klärung zu schaffen. Aber so besonders erfolgreich scheint das ja nicht zu sein, weil die meisten Leute, die eine unglückliche Beziehung haben, die werden eigentlich immer unglücklicher, wenn die versuchen, im Unglück das Glück zu finden, indem man sich mit dem Unglück auseinandersetzt, indem man versucht, dadurch Klärung zu bringen. Durch Worte, durch Mitgefühl, Verständnis. Aber wenn wir genau schauen, wenn du Unglück erfährst in einer Beziehung, dann ist das Unglück in dir. Was wir machen, wir schauen dann immer auf den Partner
Oder Beziehung kann ja alles sein, eine Geschäftsbeziehung, eine Beziehung zu den Kindern, Beziehung zu den Eltern. Überall haben wir Beziehungen, auch selbst mit unserem Hund und unserem Haus und unserem Auto. Überall gibt es Beziehungen. Aber wenn wir jetzt so an Beziehungen denken, dann denken wir natürlich immer gleich an unseren Partner. Und das passt ja auch ganz gut, weil uns, oder Kinder, Eltern, weil das Personen sind, die uns sehr nahe sind. Und da können wir am besten sehen, wie viel Unglück wir in uns tragen. Wenn du ganz glücklich bist, wenn du so voller Glück in dir bist, so das Glück, die Freude und die Liebe so spürst in dir, dann kann dich gar nichts unglücklich machen. Und wenn wir aber jetzt weniger Freude und weniger Liebe für uns selbst spüren, dann spüren wir das auch im Äußeren. Das ist so schön, das so die Parallelen zu sehen. Das, was in mir ist, ist auch im Äußeren von mir. Wenn ich ganz glücklich bin, dann finde ich auch das Glück im Äußeren, auch in der Beziehung. Und wenn ich ganz reich in mir selbst bin, ganz reich, beglückt, so glücklich zu sein oder so in der Liebe mit sich selbst zu sein, dann ist man ganz reich. Weil dieses, was wir in uns erfahren, dieses Glück, diese Freude, diese Liebe, die suchen wir ja immer im Äußeren. Wir suchen immer im Äußeren genau das, was wir in uns selbst nicht erfahren. Und wenn wir kein Glück und keine Liebe erfahren, dann suchen wir im Äußeren die Liebe und das Glück. Da, es ist immer, es sind immer wir selbst. Ja, genau, sehr schön. Weil wir erwarten und wenn sie das nicht erfüllen, sind wir enttäuscht. Ja, genau, wir sind mit unserer Aufmerksamkeit sind wir nach außen, nicht nach innen und erwarten das, was in uns fehlt. Oft ist auch der andere der Spiegel von einem selbst. Ich würde sogar sagen, dass jeder alles Äußere, so alles, jede Person, die Kinder, auch unser Auto, wenn das nicht gut läuft, ist immer der Spiegel von uns selbst. Ganz schön, ganz schön. Pari sagt, am Ende sucht man sich selbst. Ich würde nicht sagen am Ende, ich würde sagen am Anfang. Eigentlich ist das immer, Pari, eine Suche nach sich selbst. Auch die Liebe zu deinem Partner ist die Liebe für sich selbst. Man sucht die Liebe bei dem anderen, aber genau genommen sucht man die Liebe zu sich selbst. Man, ich hätte jetzt bald gesagt, benutzt den anderen, kann man ruhig sagen, benutzt den anderen, hört sich ein bisschen nicht so gut an, aber der andere ist sozusagen dafür da, dass ich mich selbst erfahre, mich selbst meine Liebe erfahre. Mario sagt, die größten Beziehungsprobleme haben die meisten mit ihrem eigenen Selbst. Sie schieben ihr Problem nur anderen unter. Auch ganz wunderschöne Aussage. Da haben auch gleich fünf Leute dann mit dem Daumen nach oben gestimmt. Ja, die sehen das auch so. Das größte oder die größten Beziehungsprobleme haben die meisten mit ihrem eigenen Selbst. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren, lieber Marion. Ich würde sagen, das Problem ist nicht das Selbst,
sondern das Problem sind so die äußeren Umstände, die jetzt verhindern, dass man sich selbst erfährt. Das Selbst hat überhaupt keine Probleme mit. Das ist völlig frei. Das ist so neutral oder das ist keine Dualität. Und wo keine Dualität ist, das ist kein Du. Und wenn kein Du da ist, dann ist auch kein Problem da. Also Du oder Dualität bringt immer Probleme mit sich. Das ist die Natur. Das ist ja die Natur der Sache. Es gibt in der relativen Welt immer diese Gegensätze und die gehen immer hin und her, nicht Plus, Minus. Wenn nicht Plus da wäre, dann könnte Minus auch gar nicht existieren. Also wir brauchen die Gegensätze auch, um uns zu erfahren. Und deshalb ist es ganz gut, in der Beziehung auch, da dürfen auch Probleme sein, nicht? Also, es geht ja nur darum, in der Beziehung, durch die Beziehung zu sich selbst zu kommen. Und dann schreibt Berti dazu, zu dem Kommentar von dem Marion, die größten Beziehungsprobleme, also der Marion sagt, die größten Beziehungsprobleme haben die meisten mit ihrem eigenen Selbst. Und das Selbst hat er groß geschrieben. Hätte er jetzt das Selbst klein geschrieben, hätte ich gesagt, ja, dass jeder hat so seine Probleme mit seinem Selbst. Das Selbst heißt, klein geschrieben, klein geschrieben, kleines Selbst bedeutet, das ist das Ego, das ist Ego. So, das kleine Selbst ist immer so auf sich selbst bezogen und das ist Ego im Spiel. Nicht? Man möchte immer gesehen werden, gefühlt werden und wenn man nicht gesehen wird und nicht gefühlt wird, dann ist man unglücklich. Das Ego möchte immer ganz oben sich ausdrücken und mit anderen sein und möchte die erste Geige spielen. Oder möchte sich irgendwie durch etwas hervortun und auch gerade in der Beziehung so nicht, dann fangen dann so diese Machtkämpfe an, wenn beide im Ego sind, dann fangen sozusagen die Machtkämpfe an, nicht, wer ist der Stärkere. Das ist dann auch gar nicht so bewusst, weil wenn jemand im Ego ist, dann ist man nicht so sehr bewusst. Da ist nur ein bisschen Bewusstsein da. Und daran können wir auch schon erkennen, wenn wir uns bewusst sind, und das sagt Datta auch ganz schön, man muss zuerst sich selbst lieben lernen. Und genau dann ist man beziehungsfähig, ganz schön. Aber ich sage mal gleich ein Aber dazu, Datta, man muss zuerst sich selbst lieben. Da sind mehrere Sachen drin, also das, aber dieses Muss, sage ich ja auch immer, man muss. Ganz schön. Und sich selbst lieben. Genau genommen, du kannst dich gar nicht durch ein Muss selbst lieben. Du kannst gar nichts dafür machen, um dich selbst zu lieben. Weil dies Machen, wenn du oder lernen willst, du möchtest lernen, du sagst lernen, lernen, dich selbst zu lieben. Wie soll das gehen? Du kannst nicht lieben lernen. Auch du kannst nicht lernen, dich selbst zu lieben. Finde ich ganz schön, wenn ihr das so schreibt, dann können wir da so gemeinsam ein bisschen tiefer einsteigen und dadurch ganz viel Klarheit bekommen. In unseren eigenen Gefühlen und auch in unserer eigenen Liebe und vor allen Dingen auch, dass wir immer mehr erkennen, dass wir die wahre Liebe sind. Und damit sage ich auch schon, wir können das nicht lernen. Guck mal, lernen heißt zum Beispiel, dich selbst zu lieben. Du musst lernen, dich selbst zu lieben. Du bist ja die Liebe. Du bist ja die wahre Liebe.
Ist das nicht wunderbar? Du bist es schon. Wenn man etwas lernen muss, dann ist man das nicht. Möchte Professor werden und jetzt lerne ich ganz viel dafür, um Professor zu werden. Und da tust du was. Bei der Liebe geht das gar nicht. Weil du bist ja schon, wie wenn der Professor Professor ist, dann muss er nicht lernen, um Professor zu werden. Das geht ja nicht. Er ist ja Professor. Und genauso, da und all die anderen, für euch alle, ist ja immer für uns alle, was wir hier sagen, uns austauschen. Du bist ja die wahre Liebe. Da gibt es nichts zu lernen. Genauso, wenn du sagst so, ich muss versuchen, in die Präsenz zu kommen. Sagen ja viele nicht. Ich möchte so im Hier und Jetzt sein. Ich muss etwas tun, um in die Präsenz zu kommen. Ich muss etwas tun, um in die Wahrheit zu kommen. Wenn du die Wahrheit bist und wenn du die Präsenz bist, was willst du da tun? Du bist es ja. Das Einzige, was ansteht zu tun, und das hat ja die Pari am Anfang gesagt, und das ist auch kein Tun, das ist einfach eine Möglichkeit, um zu realisieren, dass wir die Liebe sind. Und dass die Pari schreibt ja, was sie sagt hier, in deinem Fall, Peter, transzendentale Meditation. Damit drückt sie so wunderbar aus. In meinem Fall, also das ist genauso in deinem Fall, wie ich sagte, das trifft für uns alle zu, für alle. Du kannst nichts tun, um in die Liebe zu kommen, weil du die Liebe bist. Und du kannst, wenn du die Liebe aber jetzt nicht erfährst, das ist genauso, du hast ein wunderschönes Haus, bist Eigentümer von einem Haus und hast den Schlüssel vergessen, um in dein Haus zu kommen, dann hast du nichts von deinem Haus. Du stehst da vor der Tür und hast den Schlüssel nicht und jetzt regnet es und stürmt oder es schneit und es ist kalt, da hast du nichts von deinem Haus. Du stehst vor deinem Haus und kommst nicht rein. Da hast du nichts von deinem Haus. Im Haus, da ist die Heizung so schön mollig warm, alles schön aufgeräumt, alles schön. Die Küche ist da und da kann man sich was Wunderbares zum Essen machen. Man kann sich im Wohnzimmer aufs Sofa legen und Fernsehen gucken oder Zeitung lesen oder mit sich meinen Freunden unterhalten. Alles kann man im Haus machen. Aber jetzt hast du den Schlüssel vergessen, hast ihn verlegt oder was und kommst nicht ins Haus rein. Und genauso ergeht es uns, wenn wir Beziehungsprobleme haben oder andere Probleme haben, wenn wir keine Liebe haben, keine Liebe spüren. Wir stehen vor der Tür der Liebe, unserer eigenen Liebe. Können sie aber nicht erfahren, weil wir den Schlüssel nicht haben. Und dabei ist die Liebe da, die Liebe ist schon da, die ist gar nicht zu übersehen, die ist da, aber du übersiehst sie oder siehst sie nicht, weil du dich von deiner eigenen Liebe entfernt hast. Und dann sagst du, ja, ich muss was tun, um in meine Liebe zu kommen. Ich bin mit einem wunderbaren Partner zusammen und durch ihn komme ich jetzt in meine Liebe. Du kommst nur durch deinen Partner in die Liebe, wenn du deinen Partner transzendierst, Pari. Wenn du aus der Beziehung aussteigst. Wenn du weggehst von der Beziehung, wenn du sie transzendierst,
Und wenn du sie transzendiert hast, dann weißt du, das ist keine Beziehung. Die Transzendenz, die hat keine Beziehung, die ist völlig frei. Und das bist du, du hast gar keine Beziehung. Wenn du deinen Partner transzendierst, dann ist der Partner nicht da. Und du selbst, dieses kleine Selbst jetzt, dieses kleine Ego, das ist dann auch nicht da. Und dann, da gibt es keine Beziehung, da ist kein Du. Das ist alles eins. Da ist auch keine Trennung. Da gibt es auch kein Zusammenkommen, weil alles ist da eins. Das ist schon alles zusammengekommen und alles ist in seinem ursprünglichen Zustand, oder das Zustand kann ich sagen, aber in seinem Ursprung da, ohne Begrenzung. Und das ist so ganz schön, das zu sehen, auch hier in den Kommentaren, dass wir in uns selbst die Lösung finden. Das, was der Marius sagt, die größten Beziehungsprobleme haben die meisten mit ihrem eigenen Selbst. Aber das ist jetzt, ich sage mal mit dem kleinen Selbst. Also ich kann auch sagen, die meisten Probleme oder überhaupt jedes Problem haben die Leute, weil sie in ihrem Ego sind. Weil sie nicht über ihren eigenen Tellerrand schauen können. Weil sie nicht sich selbst, das große Selbst, das große Selbst, weil sie das große Selbst nicht realisieren. Da sitzt sie in dem kleinen Selbst und das kleine Selbst weiß nichts vom großen Selbst. Da ist die Tür zu, nicht? Wie vor deiner wunderschönen Wohnung, schön warm, alles da, Essen, alles ist da. Alle Reichtümer sind da, da wirst du dich so richtig wohlfühlen, aber du kommst jetzt nicht da rein, weil die Tür verschlossen ist. Also du bist Eigentümer und Besitzer von deinem Haus. Aber du hast nichts davon von deinem Haus, weil die Tür verschlossen ist und du hast nicht den Schlüssel. Du hast die Tür irgendwann selbst zugeknallt, verschlossen und jetzt kommst du nicht rein. Und das ist das Einzige in unseren Beziehungen, in unserem Leben. In unserem Leben, dass wir wieder den Schlüssel haben, um zu uns selbst zu kommen. Pari sagt, bin ich. Ja, genau, du bist, bin ich. Ich bin ich. Und ein Herz dahinter, ja, ich, du, ich bin oder bin ich alles. Ich bin die Liebe. Ich bin das große Herz. Ja, ich bin das große Herz. Paris sagt richtig, Paris ist aktiv, freue ich mich. Eher erkennen, was du bist. Ja, das sagst du auch so, erst vielleicht eher oder eher erkennen, was du bist. Paris, ja. Aber weißt du, das Leben ist immer jetzt. Ob du erwacht bist, ob du dein Selbst kennst oder nicht. Das Leben ist immer jetzt so, immer jetzt. Und wenn dein Ego noch so groß ist, das kleine Ego noch so groß ist und alles bezieht sich auf dich, bist immer so an dich interessiert, auch wenn du in einer Beziehung bist, bist du immer an dich interessiert, so nicht, wenn es Probleme gibt, nicht, dann ist es immer so, guckst du bei dir so, dass du da gut bei wegkommst, bei den ganzen Diskussionen und so, dass du immer Recht hast, nicht? Das ist das Ego. Ego möchte immer Recht haben. Kann ich recht so richtig verzeihen und so, ist eingeschnappt und ist wütend. Aber auch das müssen wir anerkennen, wenn wir jetzt in diesem Bewusstsein sind, wo das kleine Ego so im Vordergrund ist. Da fliegen dann vielleicht auch mal die Tassen durch die Gegend und die Fetzen werden da entstehen, da man fetzt sich gegenseitig. Und wenn wir genau schauen, schau mal, ob du so Wut in dir spürst manchmal, Paris und all die anderen. Habt ihr manchmal Wut? So. Und dann bist du mit deinem Partner da und dann, der hat dann vielleicht was gemacht und dann wird die Wut so, die schon da ist in dir, die wird so gekitzelt und dann bricht es einfach so raus. Das hast du gar nicht in deiner Kontrolle. Du bist
Völlig präsent dann, völlig präsent. Da kommt die Wut und im gleichen, in demselben Moment, ohne Zeitverzögerung, drückst du jetzt die Wut aus. Pari sagt selten. Ganz wunderbar. Aber die Wut, ja genau. Aber es kann passieren, wenn doch auch wenn es selten ist, sagen wir mal, gucken wir da mal, wo es ganz selten passiert, die Wut. Wenn du genau schaust, du konntest gar nicht anders, als jetzt wütend auf etwas zu reagieren. Vielleicht, weil der Partner was gesagt hat oder gemacht hat, oder der Nachbar oder der Hund oder die Katze, irgendjemand, da wirst du wütend. Ist das nicht wunderbar, die Wut mal so richtig rauszulassen? Das passiert auch im Jetzt. Du bist völlig präsent, wenn du deine Wut nicht kontrollierst. Wenn die Wut, die ist da und die kommt raus. Da braucht man gar nicht diskutieren. Da braucht man nicht sagen, ja, hast du das nicht besser unter Kontrolle? Musste das jetzt so sein? Natürlich, wenn jetzt die Wut rauskommt, da wird das Leben von dem anderen eingeschränkt. Klar, das zieht sich alles zusammen und da ist vielleicht ein Schock und das kommt auch wieder Wut auf oder kommt Ärger auf, Verzweiflung, die, oh, schon wieder wütend und du bist ja nicht zu beherrschen, schrecklich. Das sind alles Dinge, die jetzt aus dieser Wut entstehen können. Aber du warst authentisch. Du hast jetzt mit Wut reagiert, weil deine Wut da, die in dir ist, wurde angeregt. Da war noch nicht diese Erleuchtung oder war noch nicht dieses egolose Bewusstsein ganz da, nicht so stark. Und dann kommt diese Empfindung, wie zum Beispiel Wut, voll zum Ausdruck. Und dann merkst du, wenn die Wut so ein bisschen nachgelassen hat, wenn du so richtig schön tief durchgeatmet hast, oh, das ist so befreiend jetzt, und dann kommt so eine Frische rein. Oder kommt auch so eine Frische in den Geist rein und dann sagst, boah, jetzt habe ich dich wieder verletzt. Und das war gar nicht so toll, was ich da gemacht habe. Was denkst du so bei dir? Und das versäumen die meisten Leute, dass nach der Wut, oder das kann auch ein Ärger sein oder Zornausbruch oder irgendwas auch immer, der versäumen die Leute einfach zu sagen, oder sie trauen sich nicht. Die wollen jetzt, das Ego will nicht jetzt zugeben, ich war jetzt wütend auf dich aus dem und dem Grunde. Jetzt kannst du doch ganz normal, wenn du jetzt wieder normal funktionierst so und die Wut ist weggegangen, kannst du sagen, boah, entschuldige, das tut mir so leid, dass ich dich da verletzt habe. Das war jetzt so etwas in mir, das ist so plötzlich rausgekommen. Du konntest das ja gar nicht kontrollieren. Das einfach, weil das so massiv in dir aufgekommen ist, ist die Wut so rausgekommen. Und dann, aber jetzt im nächsten Moment, wenn du die Wut jetzt so im Raum stehen lässt, dann ist der andere gekränkt. Du fühlst dich verletzt, weil du jetzt den anderen gekränkt hast. Dann fängt das Ganze an, so die Dramen, so, die in uns selbst ablaufen. So, nicht? Oh, ich habe den anderen verletzt und das tut mir so leid. Hätte ich mal so. Aber du konntest nicht anders. Die Wut war einfach da. Und der Schritt, wenn du so nach außen die Wut rauslassen kannst, dann kannst du genauso die positive Seite jetzt zum Ausdruck bringen und sagen, ja, ist geschehen, tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Ich mache das wieder gut. Also nur, dass du den anderen jetzt wieder aus seiner Gekränktheit, aus seiner Verletztheit, aus dem Tief, wo du ihn jetzt hineinkatapultiert hast mit deiner Wut, die du nicht kontrollieren konntest, weil du einfach da authentisch warst mit deiner Wut. Und dann nimmst du, sagst du einfach, du, komm, wir gehen was essen. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Ego. Dass du diese Wut sofort wieder neutralisierst. Das, was Wüten oder Ärger oder Zorn, alles, was so in dir ist, das Ego, was sich jetzt so ausdrückt, da kannst du es genauso wieder neutralisieren und den anderen in die Arme nehmen und sagen, du, meine Liebe hat sich nicht verändert dadurch. Ich liebe dich genauso wie vorher. Das war einfach nur eine Sache, die war in mir. Und ich werde jetzt transzendieren, Pari. Ich werde jetzt transzendieren. Ich werde meine Wut transzendieren. Und dann passiert es, was du auch sagst, Pari, selten. Wenn du deine Wut immer wieder transzendierst, auch Zorn und alles andere, transzendierst, da, du gehst dahin, wo keine Wut ist.
dahin, wo kein Zorn ist, da auch, wo keine Liebe ist, da ist gar nichts, das ist einfach nur die transzendentale Stille. Und wenn du diese transzendentale Stille mehr und mehr etabliert hast und sie jetzt mit in dein Leben hineinbringst, dann wird dein ganzes Leben bereichert und all diese Wutanfälle, die vielleicht noch da waren, vielleicht vom Monat oder vom halben Jahr, die werden immer weniger, kommen immer seltener zum Ausdruck, weil du jetzt in deinem Herzen so gewachsen bist. Weil dein Bewusstsein hat sich jetzt so expandiert, dadurch, dass du immer wieder morgens und abends transzendiert hast. Immer. Du kümmerst dich nicht um deine Wut, du kümmerst dich nicht um deine Liebe, du kümmerst dich gar nichts, du musst dich um gar nichts kümmern. Du machst einfach die Augen zu, transzendierst alles und gehst dann ins Leben und gehst dann mit diesem angereicherten Bewusstsein, mit dieser mehr Liebe, die du in der Transzendenz gar nicht erfahren kannst, das ist keine Liebe zu erfahren, aber sie ist die reine Liebe, nicht erfahrbar, aber wenn du jetzt zu deinem Freund sagst, bah, ich liebe dich, dann ist das ein Ausdruck von dieser Liebe, die du dir in dir selbst erfahren hast. Diese unendliche, große, weite Liebe kommt jetzt durch dich zum Ausdruck und sagst, boah, ich liebe dich. Guck mal, da könnt ihr sehen, dies alles machen, um das Ego klein zu machen, nicht das Ego zu töten, das Ego zu verdrängen, das Ego irgendwie in die Schublade zu stecken oder sonst was damit zu machen, damit du frei bist von dem Ego. Das funktioniert doch gar nicht. Wie oft hast du das schon probiert, aus deinem Ego zu kommen? Das geht nicht. Das ist ein völlig falscher Ansatz oder eine nicht so korrekte Sichtweise. Du kannst dein Ego gar nicht beseitigen. Aber was du machen kannst, du kannst dein Ego, alles, was du mit dem Ego zusammen bist, so dieses kleine Ego, auch diese Wut, den Ärger, den Zorn, alles so, was dich bedrückt, was dich beengt, dass du nicht so nett sein kannst zu deinem Partner, nicht immer so nett, vielleicht nur mal ein paar Mal so am Tag oder dann, und dann bist du wieder in deiner Wut oder deinem Zorn oder so und deinem Groll. Da brauchst du dich gar nicht darum kümmern. Du bist, wie du bist. Du bist ein wunderbarer Mensch. Du bist die reine Liebe. Und jetzt geht es darum, dass wir den Schlüssel nehmen, den Schlüssel, und die Tür aufmachen, die wir selbst zugemacht haben. Das heißt, wir haben uns mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Eltern und mit dem Chef, überall, mit dem Fahrrad, alles, damit haben wir uns identifiziert. Und dadurch haben wir uns von unserer eigenen Liebe entfernt. Wir haben uns von uns selbst entfernt. Wir wissen gar nicht mehr, wer wir sind, weil wir sind so immer in unserem Tun und unserem Denken und in unseren Handlungen so verstrickt, dass da gar kein Raum bleibt, um die Tür aufzumachen zu sich selbst. Und wie ihr seht, wenn wir die Tür zu uns selbst aufmachen, das heißt, wir wissen dann, wer wir sind und wir spüren, boah, jetzt fange ich an zu leben. Ja, du fängst jetzt an zu leben, wenn du weißt, wer du bist. Wenn du vor der Tür stehst, dann sagst du, ja, ich habe ein wunderschönes Wohnzimmer, ich habe eine wunderbare Küche und der Kühlschrank ist voll. Aber du stehst vor der Tür, hast nichts davon. Das sind alles Konzepte, alles Illusionen, alles Erinnerungen aus der Vergangenheit. Aber du kannst nicht leben, wenn du draußen vor der Tür stehst und frierst, da ist der Wind, da ist das Eis und regnet oder schneit, die ganzen Einflüsse, das sind alles Sachen, die wir jetzt so erfahren. Wir erfahren das alle in unserem Leben. Wir sind so, oh, wir sind unterkühlt. Unser Herz ist unterkühlt. Unsere Liebe ist nicht mehr da. Unser Friede ist nicht mehr da. Unsere Sehnsucht nach dem, was wir gerne hätten, das ist da und macht uns unruhig und dann versuchen wir es zu erreichen. Aber wir erreichen es nicht, weil wir immer nur im Äußeren suchen, suchen, suchen. Jetzt suchen wir den Schlüssel vom Haus, um da reinzukommen. Auch der Schlüssel ist da. Der ist in deiner Hand. Das heißt, es ist in deiner Hand, ob du in dein Haus reinkommst. Wenn du noch so dran zweifelst, passt der Schlüssel? Ist das der richtige Schlüssel? Und ist das überhaupt mein Haus, wo ich jetzt rein will?
Das macht alles das Ego, nicht? Das Ego sagt, nein, ich will nicht transzendieren. Wer weiß, was denn da kommt auf mich zu? Ich weiß ja gar nicht, was das ist, die Transzendenz. Warum soll ich mich darauf einlassen? Und dann verhindert das Ego, dass du das Tor zu dir selbst aufmachst und verhinderst dadurch, dass die Liebe, die schon da ist, dass du sie realisierst und erfährst. Ja, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Marianne, Alia, Heike, ganz schön. Ganz wunderbar. Christi, schön, du bist auch da, wunderbar. Katja. Ja. Ja, das ist dieses Erkennen, dass wir das Haus sind, wo wir rein wollen. Und dass wir einfach, wenn wir drin sind, brauchen wir keinen Schlüssel. Wenn wir uns erkannt haben, wer wir sind, wenn wir unser Selbst realisiert haben, dann brauchen wir keinen Schlüssel. Dann brauchen wir keine Meditation, dann brauchen wir, wozu brauchen wir Schlüssel denn? Dann wissen wir ja, wir sind die Liebe. Wir sind das, wonach wir jetzt noch suchen mögen. Und dann versuchen wir, dann haben wir auch alle, wenn man sagt, boah, ich habe so eine kaputte Beziehung, so, dann versucht man einfach durch ein Gespräch oder durch, ich will nicht sagen, dass du Gespräch kann wunderbar sein, kann auch so schlichten sein. Und ein Gespräch kann auch dazu führen, dass du sagst, boah, ich muss selbst jetzt mal in die Puschen kommen. Und das heißt, ich transzendiere. Ich gehe raus aus meiner Beziehung. Ich gehe raus aus meinen Problemen. Ich gehe weg von meinem Ego. Und dann werde ich mal schauen, was dann kommt. Und dann wirst du sehen, und viele erfahren das ja ständig, dann werden sie sehen, dass sie das Haus, wo sie rein wollten, schon selbst sind. Sie sind das Haus, sie sind das Selbst. Und im Selbst sind alle Reichtümer, weil aus dem Selbst alles hervorgegangen ist. Hier dein Körper, dein wunderbarer Körper, dein Aussehen, deine Augen, dein Mund, die Nase, alles, deine Umgebung, alles, ist alles kommt daher. Das ganze Wissen, was wir so immer suchen, so nicht, wir gehen zur Schule, wir machen dieses und jenes, ist alles gut. Ist nicht, dass ich jetzt so zu verstehen, dass wir das alles nicht brauchen. Doch, aber wir erkennen, wenn wir zum Beispiel studieren, dass es ein Studium ist über mich selbst. Ich studiere mich selbst. Und genauso, wenn du in einer Beziehung bist und so sagst, boah, zu deinem Partner, boah, ich liebe dich so, dann erfährst du, boah, das tut dir so gut, wenn du das sagst, du, ich liebe dich so. Und was denn passiert? Du erkennst, dass du dich selbst liebst. Das ist die Selbstliebe. Du liebst dich selbst durch deinen Partner. Du sagst zwar, du, ich liebe dich, aber im Grunde genau genommen, das können wir auch gerne weiter sagen. Das ist auch gut, das weiter zu sagen. Sonst die anderen werden dann sagen, boah, geht es dir noch gut? So, wenn du sagst, ich liebe mich durch dich, dann denkt er, boah, bist du krank oder was ist das denn jetzt nicht? Entweder du liebst mich oder du liebst mich nicht. Aber wenn man jetzt in der Liebe ist und sagt, ich liebe dich, dann spürt man genau, dass man sich selbst liebt. Das ist alles. Ich schaue mir nochmal diese Kommentare da noch ein bisschen an. Da sind über 30 Kommentare geschrieben worden. Was tun? Ich bin in einer unglücklichen Beziehung. Darum geht es ja. Also genau 34 Kommentare. Der Björn sagt, jede Beziehung im Außen spiegelt uns lediglich wider, wie unglücklich, glücklich, also ganz schön nicht, wie unglücklich, glücklich unsere Beziehung mit uns selbst ist. Unsere Beziehung zu unserem inneren Kind. Ja, ganz wunderschön, nicht? Ganz schön, Björn. Jede Beziehung, ja, guck mal, jede Beziehung. Also das finde ich ganz wunderbar. Er sagt, nicht jetzt nur auf den Partner bezogen, so eine Beziehung. Er sagt, jede Beziehung im Außen, nicht alles so, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deinem Partner, überall, mit deinen Freunden, spiegelt uns lediglich wieder, nicht das, was auf uns jetzt zurückscheint, wie unglücklich. Oder wie glücklich unsere Beziehung mit uns selbst ist. Selbst schreibt er auch klein, aber es ist egal. Mit uns selbst, nicht? Also das kann man, ich würde jetzt sagen, du kannst das ruhig beides sehen.
auch dieses, wie du, dieses kleine Selbst, nicht? Das ist ja dieses Ego. Du kannst das auch, dieses kleine Ego lassen und sagen so, wie liebe ich mein Ego jetzt nicht? Und dann kannst du es das Große sagen, nicht das Große Selbst. Wie liebe ich mich als das Große Selbst jetzt? Du bist das Große Selbst und das ist Selbst ist ja die wahre Liebe. Und wie weit erkenne ich, dass ich diese wahre Liebe schon bin? Und wenn du diese wahre Liebe schon, sagen wir mal, zu 80% kennengelernt hast, weil du immer schön zu dir selbst gegangen bist, dann wirst du erfahren, dass das kleine Selbst am Wachsen ist, wird immer größer, ist größer. Und das ist die Natur. Wir müssen keine Angst haben, dass unser kleines Ego, unser kleines Selbst uns nicht gut tut. Doch, wir bringen immer mehr positive Schwingungen in unser kleines Selbst, indem wir das kleine Selbst transzendieren. Und dann kommen wir wieder raus und dann gehen wir wieder in das kleine Selbst. Und dann wächst das kleine Selbst und wird immer positiver. Man sieht die Welt immer schön, dann sagt, boah, ist das ein wunderschöner Tag. Das sagt, kann das Ego sagen. Das Ego sagt, wer soll das sonst sagen? Das große Selbst sagt nichts. Das große Selbst spricht durch dein kleines Selbst und sagt, komm mal hier, oh, ist das ein wunderschöner Tag. Und dann siehst du deinen Partner, oh, wie siehst du schön aus, wie hast du deine Haare so schön gemacht heute? Das ist alles wunderbar und das Auto hast du so schön gewaschen und eingewachsen. Alles ganz wunderbar. Ja, das große Selbst bedient sich jetzt durch das kleine Selbst und bringt sich selbst dadurch zum Ausdruck. Ist das nicht wunderbar? Dieses Denken, wir müssen gar nicht denken, boah, ich muss mein kleines Selbst weghaben, ich muss mein kleines Ego weghaben, ich muss es töten oder muss es in die Ecke stellen. Nein, wozu? Das Leben ist durch das kleine Ego auch. Solange es noch da ist. Wenn du jetzt das Ego immer wachsen lässt, das ist die Natur des Lebens, das Ego wachsen lässt, nicht? Die Expansion, größer werden, größer. Und wenn dein Ego so groß geworden ist, dann wird es plötzlich zum großen Ego. Also das kleine Ego löst sich sozusagen auf und dann bist du dieses universelle Ego, das große Ego, das was keine Fehler mehr macht. Das kleine Ego kann gar nicht anders, macht immer irgendwie Fehler. Dies, das. Immer Fehler heißt, es ist nicht vollkommen naturunterstützend, weil es an sich selbst denkt. Das große Ego ist, wenn du über das kleine Selbst hinausgewachsen bist und dann bist du mit allem eins und dann bist du nicht mehr der Handelnde, dann bist du frei und dann alles geschieht automatisch im Einklang, in Übereinstimmung oder in der Schwingung oder durch die Kräfte der Naturgesetze. Ja, ist das nicht wunderbar? Der Ramona sagt, da bleiben, wo du bist, wenn du unglücklich sein möchtest. Ganz schön. Ja. Da bleiben, wo du bist. Aber da muss ich zu sagen, du kannst gar nicht da bleiben, wo du bist, wenn du jetzt unglücklich bist. Keiner bleibt im Unglück stecken. Das lässt die Natur nicht zu. Oh. Ich muss ja gleich Schluss machen, die Akku ist leer. Das lässt die Natur gar nicht zu. Die Natur ist immer expandierend, geht immer weiter, weiter, weiter. Und wenn du unglücklich bist, da kannst du nicht stehen bleiben. Dir wird immer was anderes einfallen, dann machst du dies oder jenes. Und dann kommst du schon selbst oder meditierst. Nicht, du sagst, boah, ich muss jetzt einfach meditieren. Ich muss das transzendieren. Dieses Gefühl, boah, diesen Ärger, den Wut und das Unglücklichsein, muss ich jetzt einfach mal hinter mir lassen. Transzendierst du und dann kommst du raus. Du tust etwas, nicht? Du machst etwas. Du gehst zu dir selbst. Und dann kommst du raus, boah, wo ist da dieser Ärger geblieben? Wo ist die Wut geblieben? Nicht? Oder gehst du zu deinem Partner, wo du vorher Streit hattest, Ärger und Wut? Nimmst in die Arme und sagst, boah, das Leben ist wunderschön, du lass uns Kaffee trinken gehen. So einfach ist das. Nicht, wenn du rausgehen kannst mit der Wut, kannst du auch wieder reingehen zu dir selbst und die Wut auflösen und dann gehst du wieder raus zu deinem Partner und nimmst ihn in die Arme. So läuft das. Christian sagt, nothing to do, also nichts zu tun, nothing really happened, doing nothing. Ja, das ist so diese eine Sicht. Solange wir im Ego sind, musst du immer was tun. Nicht? Also, Christian, also wir müssen, das Leben ist so, die Evolution ist, dass wir immer etwas tun. Wir tun immer etwas, um aus diesem Tun herauszukommen. Wenn wir in der Wut sind, dann tun wir etwas, um aus dieser Wut herauszukommen. Und auch wenn wir nur uns hinsetzen, meditieren, kommen wir aus der Wut raus, nicht? Und dann fühlen wir uns gut.
Also keiner kann auch nur einen Moment ohne Ton sein. Es geht gar nicht. Du bist immer im Relativen, immer am Ton. Und wenn du aber dieses Ton im Relativen überwunden hast, nicht, wenn du so weit gegangen bist in dein Ton, dass nur noch dieses reine Bewusstsein, nur noch du selbst da ist, und dann gehst du raus in die Aktivität, dann erfährst du beides. Da ist jemand, da ist das Selbst, das tut nichts. Das ist gemeint damit, nichts tun. Aber du, dein Ego oder das große Ego jetzt, bewirkt, dass du jetzt ganz große Gedanken hast, dass du einen Weltplan hast, dass du die Welt erleuchten möchtest oder dass du deine Freunde in die Erleuchtung führen möchtest. Das sind immer Ton, evolutionäres Ton, immer ein Ton, was dich und deine Freunde in ihrer Entwicklung weiterbringt. Also du wirst immer, solange du einen Körper hast, solange du dein Denken hast und dein Fühlen hast, da gibt es keinen Moment, wo du nichts tust. Selbst im Tiefschlaf, das ist auch noch ein Ton, nicht, aber du kriegst da nichts von mit, aber dein Körper arbeitet, die Organe arbeiten, nicht, da wird entgiftet und da wird, ist Wachstum, da ist Zellteilung, das ist immer ein Ton. Das geht nicht ohne Ton. Also nicht diese Idee, nichts tun. Der Bernd sagt, Mord ist die Lösung. Nur ein toter Partner ist ein guter Partner. Und dann macht er so ein lachendes Gesicht, ein strahlendes lachendes Gesicht und Tränen. Ja, Mord, kannst du so verstehen, Mord ist, was heißt Mord? Du gehst aus allem Tun raus und transzendierst dein Tun. Das ist ein Sterben. Du stirbst, nicht? Du bist, gehst weg. Du kannst sagen Mord, nicht? Also du ermordest dich selbst sozusagen. Du handelst nicht mehr. Du gehst, der Handelnde verschwindet in dem Nichtstun. Das ist jetzt nicht das, was ich gerade gesagt habe. Das ist jetzt, ich transzendiere. Das heißt, da tut sich etwas noch und dann komme ich in die absolute Stille. Und das ist wie ein Sterben. Sterben ist nichts anderes. Du gehst aus all diesem Tun nicht raus und kommst dann in die Transzendenz und dann bist du in dem Nichtstun. Und dann gehst du wieder raus und dann ist nachher mit der Zeit, bleibt dieses Nichtstun da und das Tun ist gleichzeitig auch da. Und das ist wunderbar. Nicht? Also wunderbar, lieber Bernd, mit Mord ist die Lösung. Nicht? Also er hat das zwar vielleicht so ein bisschen ironisch gemeint, aber wunderbar, können wir auch so verstehen, wir transzendieren und das ist das Sterben. Wir transzendieren unser kleines Selbst und kommen in das große Selbst. Dann sagte der Bernd aber weiter, ups, dachte, das sollte ein Witz sein. Ja, das kann man von allen sein. Selbst Witze sind ganz wunderbar. Auch Witze können uns die Wahrheit zeigen. Da habe ich geschrieben an Bernd, aus der Sicht der Einheit ist es ein Witz. Ja, aus der Sicht der Einheit ist alles ein Witz. Jede Form ist ein Witz, das Lachen ist ein Witz, das Tanzen ist ein Witz. Die Probleme sind ein Witz. Jedes Problem ist ein Witz aus der Sicht des Absoluten, aus der Einheit. Hingegen aus der dunklen Sicht, hingegen aus der dualen Sicht ist es bitterer Ernst. Nicht, wenn man Probleme hat und man ist völlig in dem Problem verwickelt, völlig absorbiert, dann ist es ernst, nicht? Boah, dann haben wir Kämpfe und das ist, darum geht es ja, dieses zu erkennen, weg aus diesem Ernstsein, weggehen aus diesen Problemen und erkennen, wer man ist und wir sind das Selbst, wir sind die wahre Liebe, wir sind das wahre Glück und da gibt es keine Probleme. Sabine schreibt dann, die Liebe und die Beziehung zu dir selbst heilen und feiern. Ganz schön, Sabine, ja. Deine Liebe und die Beziehung zu dir selbst heilen und feiern. Aber dieses, deine Liebe kannst du erst feiern, wenn du sie in dir selbst realisierst. Und denk, du kannst eigentlich nur in eine Beziehung wirklich gut leben, wenn du in dir selbst realisiert hast, dass du die wahre Liebe bist und dann kannst du sie mit deinem Partner feiern. Das ist wunderbar, das ist wunderschön, Sabine, aber wie gesagt, und das ist, erfordert ja keine Zeit, kein Aufwand. Guck mal, die wahre Liebe, die ist jetzt da, du bist die wahre Liebe, jetzt geht es nur darum zu erkennen, du kannst in dieser Sekunde erkennen, dass du die wahre Liebe bist, weil sie ist ja da, du musst ja nicht irgendwo hingehen, eigentlich musst du gar nichts machen. Aber weil wir so
uns beschäftigen mit den Dingen, die wir nicht sehen, oder und uns binden an die Dinge, die wir gar nicht sehen, dadurch verpassen wir zu erkennen, dass wir die wahre Liebe sind. Aber jetzt wissen wir ja, ich bin die wahre Liebe. Ich bin das Selbst. Das Selbst ist nicht da und die wahre Liebe ist nicht da. Die ist hier, direkt hier. Und die ist überall, überall. Und dann kannst du einfach sagen, bah, ich bin die wahre Liebe. Und alles andere ist weg. Und wir machen das, indem wir meditieren, transzendieren. Und dadurch erfahren wir immer die wahre Liebe und selbst. Es geht immer in das Haus, was vorher verschlossen war. Treten wir ein, lernen alles kennen, was im Haus ist. Und dann gehen wir mit dieser Erkenntnis wieder raus und erfahren diese wahre Liebe, die wir in uns selbst erst nur erfahren, erfahren wir mit der Zeit auch im Äußeren. Die Gertrud schreibt, die Beziehung zu dir selbst, dann wird es etwas schwierig. Die Beziehung zu dir selbst, dann wird es etwas schwierig. Es ist per auch leicht. Liebe dich selbst und spüre die Liebe. Dann ist alles gut. Ja, wunderbar, liebe Gertrud, die Beziehung zu dir selbst. Genau genommen ist es keine Beziehung zu dir selbst, nicht? Wenn du dich selbst erkannt hast, da hört ja jede Beziehung auf. Das Selbst hat keine Beziehung. Also du kannst keine Beziehung zu dir selbst haben. Wie soll das gehen? Du bist das Selbst und jede Beziehung gibt es da nicht. Das Selbst hat keine Beziehung. Du bist das Selbst und dann kannst du keine Beziehung haben zu dir selbst. Also wenn du erkannt hast, ich bin das Selbst, da gibt es keine Beziehung. Also du bist immer, wenn du dein Selbst erkannt hast, du bist immer in einem beziehungslosen Zustand. Und gleichzeitig bist du in der Beziehung. Beides zusammen. Und das sind zwei Füllen. Du erfährst einmal die Fülle mit deinem Partner, durch deinen Partner, mit deinen Kindern, durch deine Kinder, durch deinen Beruf, nicht, und durch deinen Chef und was auch immer. Und gleichzeitig hast du die Fülle in dir selbst. Das ist 200% Leben. Du hast zwei Füllen. Die eine Fülle, das Selbst im Innern, was immer mit dir ist, wenn du es stabilisiert hast, wenn du es realisiert hast. Und dann hast du diese Fülle in deiner Beziehung. Das ist so ein großes Geschenk. So ein großes Geschenk. Diese Beziehung, jetzt wird sie erst gelebt und erfahren dadurch, dass du erkannt hast, dass du das Selbst bist. Und da haben wir es dann auch, wenn du erkannt hast, dass du das Selbst bist, dann erkennst du mit der Zeit auch, dass dein Partner auch das Selbst ist. Und da erkennst du dich selbst in deinem Partner. Und wenn du das Selbst hast, keine Probleme, keine Schwierigkeiten, kein Zorn, keine Wut, kein Ärger. Und wenn du jetzt mit deinem Partner bist, wie willst du da Zorn und Wut und Ärger erfahren? Du erfährst dann nur Glückseligkeit, Sat Chit Ananda. Du erfährst dieses reine Bewusstsein, was die reine Glückseligkeit ist. Das reine Bewusstsein ist die reine Glückseligkeit. Und diese reine Glückseligkeit, die erfährst du bei dir alleine, wenn du mit dir selbst bist. Und die erfährst du, wenn du mit deinem Partner bist, wenn du mit deinen Kindern bist. Und das ist mehr, das ist noch viel mehr, als wenn du alleine fährst. Wenn du alleine fährst, erfährst du 100% Glückseligkeit. Beim Essen, beim Reden, so beim Tun und alles. Aber wenn du jetzt mit deinem Partner bist, da erfährst du auch diese Glückseligkeit, die in deinem Partner ist. Das ist 200%. Das ist unendlich viel mehr. Und der Höhepunkt dieser beiden Füllen, das sind zwei Füllen, die zusammenkommen, der allerhöchste Punkt hast du erreicht, wenn du erleuchtet bist. Da erkennst du deine Fülle und die Fülle deines Partners sind eins. Das ist keine Trennung. Und da gibt es dann keine Probleme, keine Schwierigkeiten. Also wir können jetzt vielleicht ein bisschen erkennen, alles, was wir an Probleme erfahren, die haben wir selbst geschaffen. Alles Glück, was wir erfahren, das haben wir selbst geschaffen. Und wenn wir erkennen, dass wir die reine Glückseligkeit sind und die wahre Liebe, die reine Liebe, dann das sind wir. Da müssen wir nicht sagen, das haben wir nicht erschaffen. Das ist da. Also du erschaffst nicht die wahre Liebe. Du erschaffst dich nicht selbst, weil du bist das Selbst, ja.
das kann man nicht erschaffen. Das bist du, das warst du. Und das bist du immer, für alle Zeiten. Und für alle Zeiten bist du diese wahre Liebe. Du bist die reine Glückseligkeit. Du bist dieses reine Bewusstsein. Das bist du alles. Und dadurch, dass du das jetzt erkennst, da fällt jeglicher Glaube von, den du vielleicht noch haben magst, über die wahre Liebe oder über Erfolg oder über Wissen, alles fällt von dir ab, weil du bist das. Ist das nicht wunderbar? Und ich danke euch allen ganz herzlich, auch die ihr jetzt auf Facebook hier so wunderbar geschrieben habt, über eure wunderbaren Kommentare. Ach hier, die Caroline, ist die Beziehung unglücklich oder der Partner? Ich glaube, dass eine Partnerschaft nur funktionieren kann, wenn man sich gemeinsam auf den lebendigen Gott ausrichtet. Ja, das kannst du ganz wunderbar machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel meditierst, meditier zusammen. Du und dein Partner meditieren zusammen. Das ist die beste und schnellste Ausrichtung auf den lebendigen Gott. Auf den lebendigen Gott. Das heißt, Gott ist da. Das ist nicht jetzt die absolute Transzendenz, von der ich gerade eben gesprochen habe, sondern auch der Gott, der hat auch eine Form oder auch formlos im allerfeinsten Relativen. Und wenn ihr euch darauf ausrichtet, dann kommt ihr auch über diesen Gott zu euch selbst. Das, was jenseits noch ist. Jenseits von diesem lebendigen Gott. Sich nicht selbst vergessen. Sich selbst vergöttert, denn das trennt immer. Ja, wenn du dich selbst vergötterst, du kannst dich ruhig selbst vergöttern, sage ich mal. Du kannst dich als das Göttliche sehen und so, was du auf Wirklichkeit bist. Und dann aber zu dem Punkt her kommen, nicht, dass du das nur als Idee hast, als Vorstellung, als Gedanke, als Glaube, dass du realisierst, dass du das bist. Dass du ein göttliches Wesen bist und dass du erkennst, dass du das Absolute bist, dass du das Selbst bist, was über jegliches Vergöttern oder über jegliche Trennung oder über jegliche Dualität hinausgeht. Das ist das, was du bist und was ich bin und was wir alle sind. So, ich bedanke mich ganz herzlich und danke euch allen von Herzen für die wunderbaren Antworten, die ihr gegeben habt. Dadurch könnt ihr sehen, da kann man immer noch tiefer gehen, immer noch tiefer und immer mehr Klarheit bekommen. Die Klarheit, die benötigen wir, um zu erkennen und um zu realisieren, dass wir die reine Liebe sind. Dass wir die reine Glückseligkeit sind. Jai Gurudev.